Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video unserer kleinen Videoreihe. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir mit dem T2 Isobus Telemetriemodul die Anbaugerätedaten erfassen können von Isobus Anbaugeräten. Das wird folgendermaßen: Auf dem T2 ist ein Isobus Task Controller, der jetzt hier läuft auf der Maschine. Wir haben hinter uns einen John Deere 7430 in der Amazone ADP Sämaschine. Und dort werden wir die Ausbringmenge vom Schlag erfassen, oder die Ausbringmenge des Saatguts auf diesem Schlag. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal einmal ins Büro und die Einrichtung durchführen. Das zeigen wir euch jetzt als erstes und dann gehen wir mal gleich rauf auf die Maschine, schauen uns an, wie die Daten erfasst werden, und anschließend werden wir dann im Büro gemeinsam die Auswertung machen. Okay, wir sind jetzt hier im Büro und bevor wir Isobus-Daten erfassen können, müssen wir die Isobus Task Controller Lizenz aktivieren. Wichtig, das ist eine Zusatzlizenz, die ist nicht in jedem Account ab Freischaltung mit drin. Und zweitens müssen wir diesen Isobus Task Controller für die betreffende Maschine auch aktivieren. Für die Freischaltung der Lizenz sprecht mit eurem Berater, dass ihr die bekommt, wenn ihr das Ganze mal bei euch auf dem Betrieb einsetzen wollt. Die Einrichtung auf der Maschine, die gehen wir jetzt durch. Dazu loggt ihr euch ein und wir gehen ins Fahrzeugmenü, hier auf der linken Seite in der Menüleiste, und suchen uns das betreffende Fahrzeug raus. Wir haben jetzt hier den John Deere 7430, der ist hier in der Liste. Dort gehen wir rechts auf die drei Punkte, wo sich das Menü mit öffnen lässt, auf Bearbeiten, also den Stift klicken, und können dann die Fahrzeugeinstellungen durchgehen. So, und ganz unten finden sich zwei Checkboxen, beziehungsweise eine Checkbox: Task Controller Data Log aktiv. Diese aktivieren wir, dann ist der Task Controller Data Logger aktiv. Der ist kompatibel mit Isobus-Geräten ab Isobus 3.5. Sobald dieser aktiviert ist, öffnet sich noch ein zweites Kästchen, Task Controller Kompatibilitätsmodus. Das ist wichtig, wenn ihr Isobus-Geräte habt, die älter sind oder Isobus 3.5 nicht unterstützen. Sollte der Isobus Task Controller Data Logger keine Daten liefern nach dem Versuch, könnt ihr nochmal diesen Modus probieren und mal schauen, ob dann bei älteren Geräten auch mit dem Task Controller Kompatibilitätsmodus Daten geliefert werden. So, wir aktivieren den Task Controller Data Log. Klicken auf Speichern, und das ist im Prinzip, was wir durchführen müssen, bevor wir aufs Feld gehen und Daten erfassen. Wichtig, wenn die Maschine schon unterwegs ist, wenn ihr das aktiviert, auf jeden Fall einmal den T2 neu starten, also den Schlepper neu starten, oder einmal spannungslos machen, damit die neuen Einstellungen übernommen werden. Wir befinden uns hier auf einem recht hügeligen Schlag und das ist auch der Grund, warum hier nach Applikationskarte ausgesät wird. Das heißt, wir haben im oberen Bereich einen Teil, der recht lehmiger Boden ist, und weiter hinten, wo es runter geht, ist ein recht sandiger Boden. Und wir haben jetzt hier vorne eine Applikationskarte erstellt, die wir an den Schlepper gesendet haben, und das ist nochmal ein separates Video, was wir euch zeigen, wie man mit dem Extratrack T2 Applikationskarten, sei es im ISO-XML oder Shape-Format, an die Maschinen senden kann. Hier oben ist der lehmige Boden, hier wird jetzt gerade Tritikale ausgesät, und ja, Ziel des Ganzen ist natürlich, den Betriebsmitteleinsatz zu optimieren und auch die Bodenverfügbarkeit der Ressourcen für die Pflanze dann zu verbessern. Der Schlepper John Deere 7430 ist mit dem T2-Modul ausgerüstet. Das ist jetzt hier an der B-Säule montiert, links in der Kabine. Und auf diesem Modul läuft der Isobus Task Controller, der die Daten von der Sämaschine erfasst. Also, wir sehen jetzt hier einen Auswärtscheck von 118 Kilogramm pro Hektar, die hier momentan eingestellt ist. Und wir sehen, abhängig von der Position des Schleppers, ändert die sich jetzt gerade auf 176 Kilogramm pro Hektar. Das ist natürlich die Applikationskarte, die ja zuvor hinterlegt wurde. Hier in der App können wir sehr schön den Arbeitsfortschritt beobachten. Der 7R mit dem Flug ist jetzt fast fertig und muss noch die letzte Ecke ausflügen. Und dann kann der 7430 mit der Sämaschine praktisch den Rest des Schlages noch fertig bearbeiten. So, wir sind jetzt zurück im Büro. Die Maschine ist fertig auf der Fläche. Das ist wichtig zu wissen, also die Auswertung kann erst erfolgen, wenn die Daten hochgeladen sind. Und das dauert ca. 20 Minuten, nachdem der Schlepper abgeschaltet wurde, werden die Daten im Portal auftauchen. So, wir haben am 9.10. ausgesät.
Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also gehen wir auf Aktivitäten, suchen uns den 9.10. raus. 9.10. Hier ist er. 7430, John Deere säen mit der Amazone ADP, 8 Stunden 21. So, und jetzt sind wir in der Aktivität, die am 9.10. durchgeführt wurde, die aussah, die wir uns vor Ort angeschaut haben. Wir sehen hier unten im Bild die Fahrspur. Zoomen hier mal rein auf den Schlag, den wir vorhin besucht haben. Und sehen im Prinzip, dass ein Teil der Fläche vorher bearbeitet wurde. Und wenn wir jetzt hier hochscrollen, dann sehen wir hier oben die Zusatzwerte, die für jede Maschine definiert werden können. Wir haben einmal den Sollwert Ausbringmenge, der kommt über den Isobus. Wir haben die Istwert Ausbringmenge und wir haben die Gebläsedrehzahl, die hier aufgezeichnet ist. So, wir haben einen Sollwert von 168 Kilogramm pro Hektar, einen Istwert von 169, das stimmt also relativ überein. Und das Spannende ist ja, dass der Sollwert hier aus der Applikationskarte kommt. Das heißt, er wurde nicht vor Ort einfach eingetippt ins Terminal, sondern von der Applikationskarte, die zuvor ins Terminal reingeladen wurde, definiert. Ja, jetzt haben wir natürlich erstmal die Summe des Wertes. Das heißt, wir haben hier 1371 Kilogramm Saatgut ausgebracht und im Schnitt über die ganze Fläche 168 Kilogramm pro Hektar. Aber wir wollen jetzt natürlich sehen, wie eigentlich die Verteilung des Saatguts in der Fläche ist. Und dazu öffnen wir jetzt den Schlag. Das heißt, wir gehen auf Felder, suchen hier obere Geist und können jetzt hier die Maßnahme sehen, die durchgeführt wurde. Das heißt, wir haben hier Aussaat am 9.10. und das, was wir vorhin gesehen haben, einmal einen Teil vormittags und nachmittags. Und dann haben wir am Tag vorher, am 8.10., der Streifen, den wir gerade nicht gesehen haben, der im Prinzip vorher durchgeführt wurde. So, wir sehen hier die Ausbringmengen, Zusatzwert 1 und 2, Gebläsedrehzahl und so weiter, die an diesem jeweiligen Job durchgeführt wurden. Aber um das Ganze jetzt in der räumlichen Verteilung zu betrachten, gehen wir oben auf Interpolation und wählen die Maßnahmen aus. Das sind jetzt natürlich jetzt hier drei Stück, weil wir dreimal da waren. Und sagen jetzt, dass wir die Ist-Wert-Ausbringmenge, nehmen wir den Sollwert, auf die Karte interpolieren möchten. So, da haben wir schon die Karte. Und das Spannende ist jetzt hier, dass wir die Quadrate von 50 mal 50 Meter, die in der Applikationskarte festgelegt wurden, jetzt hier sehen können in der Ist-Wert-Karte. Also im roten Bereich hier unten haben wir eine Ausbringmenge von 147 bis 155 Kilogramm pro Hektar im unteren Teil des Schlages. Und wenn wir weiter hochkommen, hier oben die Stelle, von wo wir vorhin standen, sind wir dabei 172 bis 180 Kilogramm pro Hektar Aussaatstärke. Das ist jetzt der Sollwert, der aus der Karte kommt. Jetzt können wir als Kontrolle das Ganze nochmal mit dem Istwert vergleichen, also Istwert Ausbringmenge. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier, dass der, die Referenz hier falsch gesetzt wurde. Das heißt, sieht sehr homogen aus. Also tragen wir jetzt hier ein 130 bis 180. Das ist ja der Wertebereich, in dem wir uns da bewegen. Und sehen jetzt hier, dass die Ist-Werte relativ gut den Sollwerten entsprechen. Also hier unten die 140 Kilogramm pro Hektar und hier oben 170 bis 180. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie wir die Daten einer Isobus-Maschine von der Erfassung auf der Maschine bis ins Portal nachverfolgen können. In dem Fall die Ausbringmenge. Das heißt, wir haben den T2 genommen und haben den Task Controller auf dem T2 aktiviert. Haben die Maschine angeguckt bei der Aussaat und anschließend im Portal die Summenwerte der Aussaatstärke gesehen, also Summe ausgesäter Menge und Durchschnittswerte. Und wir haben uns die räumliche Verteilung der Aussaatstärke angeschaut und haben im Prinzip gezeigt, dass wir diese kompletten Datenfluss von der Applikationskarte, die auf die Maschine geladen wird,
bis hin zur Karte der Ausbringmenge mit ExtraTrack darstellen können. Das Ganze, was wir jetzt hier gesehen haben, funktioniert natürlich nicht nur mit einer Sälmaschine, sondern auch mit allen möglichen anderen ISOBOS-Geräten. Das heißt, wir können Ballen zählen, wir können die Nährstoffmengen von Güllefässern mit NIRS-Sensor dokumentieren oder bei der Pflanzenschutz- oder Düngemittelapplikation dort auch Ausbringmengen automatisch dokumentieren. Das Wichtige, das Ganze geht ohne Zutun des Fahrers. Das heißt, er muss nirgendwo einen Job starten, beenden oder irgendwelche Dateien hin und her exportieren über USB-Stick oder andere Varianten. Das heißt, wir haben eine sehr sichere Dokumentation, die gleichzeitig unabhängig vom Fahrer ist, was sie natürlich am Ende des Tages die Dokumentationssicherheit deutlich erhöht. Wenn Fragen zu diesen Themen sind, schreibt uns gerne eine E-Mail, ruft uns an. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.